Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Beyond. Ja, wir sind hier jetzt gerade mal wieder auf dem Server. Und ja, es gibt ein paar neue Mitspieler. So, da hinten waren gerade noch Zombies. Da, hier, der hier ist cool. Oh ne, leckt's jetzt oder was? Es gibt ein paar neue Mitspieler. Unter anderem ist inzwischen, gucken wir gerade mal drauf, Shadow TS mal wieder dabei bei einem Projekt. Der wird aber wohl nicht aufnehmen. Und Chuck die Pflanze, den hatten wir auch schon auf diversen Projekten mit dabei. Ja, und ich war recht fleißig. Ich habe hier mal einen Weg angelegt. Ich weiß gar nicht, ob das auf der letzten Folge schon drauf war. Und ich habe hier am Tempel etwas weitergebaut. Unter anderem habe ich hier oben noch eine Linie reingezogen. Das weiß ich gar nicht. Und vor allem, das was eine Riesenarbeit war, hier diesen Tempel ausgehöhlt. Das war eine ganze Menge an Arbeit. Den werden wir jetzt in der nächsten Zeit, in den nächsten Folgen etwas füllen. Außerdem haben wir uns endlich mal gescheite Tinkers-Werkzeuge gemacht. Dazu muss gesagt sein, die Tool Forge, die hier angegeben ist, mit diesem Blood-Infused Iron Block, braucht man gar nicht. Ja? Also ihr könnt das ganz normal machen. Mit Search Bricks, der Toolstation und normalen Eisenblöcken. Ja, das könnt ihr ganz normal machen. Und dann habt ihr ganz normal die Toolforge. Und dadurch lässt sich eben hier der Hammer zum Beispiel machen oder hier der Excavator. Und das war hier für dieses Mega-Bauprojekt hier schon sehr wichtig. Weil sonst wäre ich da noch 10 Jahre mit beschäftigt. So. Außerdem möchte ich mich jetzt kurz mal ums Essen kümmern, weil ich habe fast nichts mehr. Ich habe nur noch 6 Berry Jelly. Aber ich habe hier eigentlich genug angepflanzt. Genau, die Bäume sind ja auch verschwunden. Habt ihr bestimmt gerade auch schon gesehen. So, ich habe hier noch einen Haufen Fackeln. So, wir machen uns recht einfaches Essen, was uns aber dreieinhalb Keulen bringt. Dazu sammeln wir gerade mal die Äpfelchen hier. Der Baum hier ist sehr geil, der hat nämlich 7 Äpfel. So, Äpfel haben wir, dann nehmen wir hier noch die Kartoffeln mit. Ich habe noch nicht so viel angepflanzt. Aber halt alles hier an meiner kleinen Oase. Zuckerrohr brauchen wir auf jeden Fall. So. Gut. Und das war's jetzt auch mal. Ihr seht hier oben auch diesen grünen Stahl. Da unten habe ich noch, ja, ich habe einen Minenschacht gefunden. Und in der Chest habe ich noch Sachen drin. Rohstoffmäßig geht es uns eigentlich gerade gut. Ich habe einen Diamanten, zwei. Eigentlich hatte ich, sorry, 2 Diamanten. Einen habe ich auf den Hammer gemacht. Außerdem habe ich da schon ein bisschen Redstone drauf, ja. Ja, Eisen haben wir genug. Kupfer haben wir, Gold haben wir. Eigentlich bin ich wegen Gold runter. Später habe ich mir aber für diesen Excavator und für den Hammer habe ich mir aber Lehmdinger gemacht. Ja, die sind aber danach weg. Ja. Die Gold, die kannst du ja wieder verwenden. So, dann kümmern wir uns jetzt mal kurz ums Essen.
Ich habe nämlich relativ einfache Rezepte gefunden. Moment, ich hänge mal da noch ein bisschen Zombiefleisch auf. Ich habe. Wo ist meine Pfanne? Wer hat meine Pfanne geklaut? Ich hatte hier eine Pfanne. Ey, da kriege ich ja schon wieder einen Hut. Das kann ja wohl nicht sein. Oder habe ich die da in die Kiste? Also, ich werde mal gucken. Hier ist keine Pfanne. Grrr. Komisch. Ich hatte hier immer meine Pfanne drin. Bett- oder Bratpfanne? Was denn ein dummes Gelaber, sorry, aber ich werde wohl wissen, was eine Pfanne ist. So, müssen wir uns halt nochmal eine machen. Aber das werde ich mir merken. Hier. Saucepan. Die braucht man, glaube ich. Lass mich gerade mal durchgucken. Ja, hier. Genau. Dieses Rezept brauchen wir nämlich und dieses auch. Ne, Apple Jelly. Das gibt 2,5. Also wir machen jetzt verschiedene Rezepte. Was brauche ich? Einen Stick und ein Eisen. Natürlich beides nicht da. Hier haben wir Eisen. Stick haben wir drüben. Aber ich glaube, wir brauchen auch noch ein bisschen Holz. Sodele. Machen wir mal Sticks. Och Mensch. 16K Sandstein. Hätte er haben können. So, also Pfanne. So und so, glaube ich. Genau. So. Dann machen wir mal das hier. Ja, Zucker. Dann die Pfanne und dann diese hier. Und dann haben wir hier Blackberry Jelly. Ja, jetzt dachte ich gerade. Dann brauchen wir Karamell. Karamell. Stöckchen und Apfel gibt Karamellapfel. So, und das ist nämlich sehr geil. Das gibt 3,5 Keulen. Das mache ich mir eigentlich immer. Das sind so meine im Moment meine 2 Grundnahrungsmittel. Ich habe hier natürlich auch noch ein paar Kartoffeln und Brot habe ich mir manchmal gemacht, aber im Moment hauptsächlich Karamellapfel und das Blackberry Jelly. So, was möchte ich jetzt noch machen? Ich kann mal überlegen. Achso, wir können uns gerade mal die Verwüstung anschauen, weil irgendeiner hat hier. Ich könnte auch. Ich mache mal noch ein Schild. Brauchen wir noch ein paar Hölzchen. Oder haben wir da sogar noch Science? Wir hatten mal welche gemacht, als wir. Bei Nym waren, ganz am Anfang. Habe ich mir mal Schilde gemacht. Ah, da ist sie also. Hab. Ja, schon eine neue gemacht. Dann ist das nun ein. So, okay. Die Pfanne hat sich geklärt.
So, wir gehen jetzt mal kurz. Ach, verdammt. Kurz gucken, was da entstanden ist, weil irgendjemand hat direkt vor meinem Tempel, wo ich angekommen bin, Sand abgegraben. Das ist natürlich sehr ungeschickt, weil das sieht jetzt nicht mehr so toll aus. Seht ihr hier? Ah, ich könnte mal F7 ausmachen. Das sieht ja hier. Da ist alles irgendwie eingestürzt. Ja, toll. Aber das kann natürlich auch einfach so passiert sein. Ist halt ein bisschen schade. Ja, die ganzen Löcher hier muss ich alle mal noch wegmachen. Shadow TS rennt hier auch rum. Den verfolgen wir jetzt mal. Mal gucken, wo der wohnt. Ist zwar nicht Sinn des, Sinn von dieser Folge jetzt. Aber ich möchte wissen, in welche Richtung ist der denn gerannt? Das Licht. Der war schnell unterwegs. Guck mal gerade mal auf der Minimap, ob wir ihn da sehen. Ne, da sieht man ihn nicht. Das finde ich eigentlich ein bisschen blöd, weil hier kann man Showplayers machen, aber man sieht sie nicht. Ja, das ist eigentlich ein bisschen doof. Ich weiß gar nicht, wofür man die Option dann eigentlich hat. Naja. Oder steht eine Hexe rum? Ne, doch nicht. Doch keine Hexe. So, ab durch die Mitte. Autsch. Nein, renn. So. Gehen wir gerade nach Hause, weil dann können wir schlafen. Wir müssen uns mal um den Weg hier kümmern. Damit man auch sieht, wo man langlaufen muss. Ah, hier ist Shadow TS irgendwo. Der rennt hier rum. So, ja, wir könnten mal eventuell die Pfeiler, oder wir machen, fangen mit den Straßen an. So, jetzt war jemand schlafen. Für die Straßen brauche ich aber noch auf jeden Fall, Moment, falsch. Brauche ich auf jeden Fall noch Erde. Dann müssen wir mal das hier organisieren. So, ja, ich habe dich gesehen, Shadow TS. So, Erde. Erde kriege ich natürlich jetzt hier nicht so viel, weil ich in der Wüste baue. Aber ich brauche Erde für mein für die Straße, so wie ich sie bauen möchte. Deshalb flache ich das hier einfach mal ab. Wenn ich das abgeflacht habe, dann sollten wir einiges an Erde haben, was so ein bisschen reicht, um unsere was hast du?
Ja, habe ich nämlich gerade schon gedacht. So. Was war denn das? War das eine Enderlilies? Eine Enderlilie, jawohl. Ich dachte gerade, was liegt denn da rum? Aber ich wusste gar nicht, dass die einfach nur so rumliegen können. Ich dachte, man muss sich die irgendwo holen. So, wir werden gleich einiges an Erde haben. Oh, Kartoffeln und alles möglich. Oh, wir sind voll. Ja, ein Schweinchen haben wir auch hier. So, also hier werde ich dann zukünftig noch ein bisschen Erde holen. Wird hier natürlich noch ein bisschen das schöner angleichen. Ich werde probieren, jetzt wieder jeden Tag eine Folge Minecraft rauszubringen. Bin mal gespannt, ob ich das hinkriege. Oh, ich bin irgendwie schon zu weit unten. Ne, die Seeds hauen wir weg. Wobei, hier sind ja Sticks. Was habe ich denn hier für ein Problem? So. Machen wir das. Und dann machen wir hier mal eins höher. Das nicht so ganz böse aussieht. Jetzt habe ich schon wieder keinen Platz mehr. Mann, Mann, Mann. Getreide, Fackeln. Hauen wir das weg. So. Gut, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Das sollte genug Erde sein. Mehr brauchen wir, glaube ich, jetzt erstmal nicht. So, und dann fangen wir mal an. Ich möchte hier nämlich das so machen. So. Hier kommt Erde hin. Links und rechts und dann kommt nämlich in die Mitte Wasser. Das Problem ist, wir müssen hier noch Gras herholen. Und das müssen wir von da irgendwo von drüben holen. Und hoffen, dass das schnell genug wächst. Möchte nämlich Grünfläche haben. Ups, falsch. Da auch nicht. Also die Grünfläche muss eigentlich hier aufhören. Und in die Mitte kommt, wie gesagt, Wasser, damit es auch ein bisschen schön aussieht. Ich weiß noch nicht, ob ich es bei einem Block Erde nach außen lasse,
Nach innen auf jeden Fall. Warte mal, da habe ich Mist gebaut. So. So ist es richtig. So, ich werde jetzt von da drüben mal kurz noch Erde rüberlegen. Gestürzt. Nicht schon wieder. So, ich hoffe, dass es funktioniert. Das dauert eine Weile, bis die Erde hier ist. Wir könnten natürlich auch mit Silk Touch das machen. Fällt mir gerade ein. Könnte man gerade mal schauen. Silk. Ist das? Silky Jewel. Das könnte man auch machen. Dann wäre es sogar besser. Dann können wir uns das hier sparen. Das machen wir kurz. Wir brauchen Strings. Ich weiß gar nicht, ob wir das haben. 22. Ajo. Das machen wir schnell. Haben wir da noch Gold? Nee. Dann müssen wir kurz noch Gold einschmelzen. Emerald haben wir ja. Machen wir einfach 11 rein. Gold hier. So. Dann brauchen wir hier die Pattern. Die Casting. Für die Ingots. Und dann. Achso, warte mal. Wie viel kommen da raus? Eins. Dann haben wir ja doch nicht genug. Zwei kriegen wir hin. Schande. Okay, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich heute mal recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben oder wie auch immer. Dass ich weiß, wie ihr es gefunden habt. Und ja, nächstes Mal wird man den Weg hier weitermachen. Und bis dahin, vielen Dank. Ciao.